Sega! Hallo und herzlich willkommen zu meinem allerersten Review zu dem unglaublich tollen, ältesten und bekanntesten Prügelspiel aller Zeiten, Double Dragon von 1987, die Sega Master System Version. Die Story ist an sich schnell erklärt. Der Magger da vorne im feineren Hemd verpasst der Alten einen und entführt sie. Wir müssen sie retten. Wozu er allerdings noch drei Leute benötigt und eine davon sogar mit der Knarre, werden wir wohl nie erfahren, denn wir werden sie alle töten. So prügelt man sich durch sagenhafte vier abwechslungsreiche Levels, um am Ende den Story-Twist des Jahrtausends aufzudecken. Nämlich, dass der Zwillingsbruder die Entführung eingefädelt hat. Ach ja, Spoiler-Alarm. Eben erwähnter Zwillingsbruder kann wahlweise von einem zweiten Player zu jeder Zeit ins Spiel springen, außer im letzten Level, oder einfach nur als Sandsack dienen, wenn man einen zweiten drücke, aber keinen Mitspieler hat. Die Achievement- und Scorejäger unter euch können den zweiten Player ebenfalls verprügeln, um Punkte zu sammeln. Einfach irgendeine Taste drücken, erscheinen lassen, drauf losprügeln und zusehen, wie die Scores nach oben schnellen. Kommen wir zur Prügelei an sich. Die komplizierte Steuerung präsentiert sich auf unübersichtlichen ganzen zwei Knöpfen. Einer fürs Schlagen, einer fürs Treten. In Kombination mit dem Steuerkreuz lassen sich schier unendliche Kombos aller Tekken 6 zusammenrennen. Eddie Gordo ist quasi ein Scheißdreck dagegen. So lassen sich krasse Ellbogenschläge, Dreh- und Sprungkicks ausführen. Ein Highlight ist natürlich auch der Schwitzkasten, in dem man Gegner nehmen kann, die bereits geschwächt sind. Realistischerweise muss man einfach in sie hineinlaufen. Anschließend den Typen mit dem Knie bearbeiten oder einfach wegschmeißen. Wegen dieser detaillierten Brutalität ist das Spiel auf keinen Fall etwas für Kinder. Bedenken Sie dies, falls Sie in Erwägung ziehen, Ihren kleinen Schädlingen dieses Spiel zu schenken. Die Energie präsentiert sich in schicken Kästchen oben am Bildschirmrand. Sind sie alle rot gefüllt, reicht ein kräftiger Schlag und das war's mit dem Leben. Sind alle Leben verbraucht, sinkt der aktuelle Score auf 0. Das ist der Moment, wo die Scorejäger unter euch den Controller zerdrücken und die Konsole quer durchs Zimmer schmeißen dürfen. Alle anderen drücken einfach eine beliebige Taste und erscheinen wieder. Aber Achtung, liebe Zocker, das geht nicht im letzten Level. Es sei denn, ihr cheatet, reißt und verrotzt und springt ein paar Mal zum Beginn des Levels in die Luft. Ja, das funktioniert wirklich. Hin und wieder dürft ihr ein paar mächtige Items aufnehmen, mit denen ihr euch durch die Gegnerwellen fliegt. So schmeißt ihr euren Gegner irgendwelche Sachen an den Kopf, sprengt sie in die Luft oder peitscht sie aus. Was jeden Lederpeitschen-Fetischisten unter euch einen Mordspaß bereiten wird. Eine weitere übermächtige Waffe ist der berüchtigte Holzknüppel, den man seinen Feinden ins Gesicht drücken kann, um sie aus den Latschen zu hauen. Am Ende jeden Levels dürft ihr außerdem noch Endbosse vermöbeln, die später im Spiel als Standardgegner auftauchen und euch die Hölle auf Erden bringen wollen. Nach circa 15 Minuten ist der Spaß auch schon vorbei, der letzte Magger mit der Kanone besiegt und das Weib befindet sich in euren griffigen, schmierigen und gierigen Händen. Sofern ihr alleine spielt. Ansonsten dürft ihr ganz offiziell gegen euren Mitspieler antreten. Und der Gewinner, wie es sich für ein USK 18 Spiel gehört, darf die alte F***. So, das war's von mir zu meinem Review zu Double Dragon. Würde mich freuen, wenn ihr einfach ein paar Kommentare, euer Feedback auf der Seite lässt. Und schreibt mir einfach, was euch gefallen hat oder was euch nicht gefallen hat. Und wir sehen uns beim nächsten Review. Ich bin Batman.